Hoch über den Terrassen, am steilen Ufer des Inns, liegt der Markt Obernberg. Erstmals um 950 nach Christus unter der Herrschaft der Grafen von Vornbach urkundlich erwähnt. Im 12. Jahrhundert ließ Bischof Wolfgang von Passau den Marktplatz und den Burgplatz anlegen. 1278 erhielt der Ort das Marktrecht durch König Rudolf von Habsburg. Die Schiffsmaut und vielfältiges Handwerk machten den Ort reich. Im 16. Jahrhundert wurde unter Bischof von Salm die alte Burganlage durch die Schlossanlage ersetzt. Im 17. Jahrhundert wüteten mehrere verheerende Brände. Die prunkvoll barocken Nachfolgebauten bilden die Grundlage für die heutige Schönheit des Ortes. Voller Bewunderung staunt man über die Fassaden des Wörnlehauses, der Apotheke und des Schiffsmeisterhauses. Wer erschuf wohl diese großartigen Meisterwerke? Es war Johann Baptist Modler, einer der bedeutendsten Stuckateure der Barockzeit, der von 1697 bis 1774 vornehmlich in Obernberg lebte. Wo auch immer Sie sich in Obernberg aufhalten, die spannende Geschichte des Ortes ist allgegenwärtig. Farbenfroh die Fassaden, wie in allen kleinen Städten entlang des Inns. Kleine Gassen, in denen Originelles und Originale zu finden sind. Diese tragen dazu bei, dem Ort die Liebenswürdigkeit und den Charme zu geben, den seine Besucher so schätzen. Weil Obernberg hat zum Bistum Passau gehört. Alles um uns herum war Kurbein. Ich hab vorher ganz kurz gesagt, das Salz, das damals Salzburg hat, war das Schiff. Das war sehr kostbar. Als kleine Abwechslung ein Abstecher zu den monatlichen Gruselwanderungen. Der Nachtwächter führt uns durch dunkle Gassen und Plätze und erzählt historische Geschichten rund um den Markt. Wie zum Beispiel diese, als ein unglückliches Paar ins Wasser geht. Das Heimatmuseum befindet sich im mittelalterlichen Gurtentor. Der Leiter des Museums zeigt und erklärt uns anhand eines Modells die Ortsgeschichte Obernbergs. Teil von der Burg besteht jetzt noch. Ja, genau, das und, da und das Haus ja, da. Ne? Und wird jetzt großzügig renoviert. Dann. Und wann ist da der Burgfried und so, wann ist das zusammengefallen oder wie lange ist das gestanden? Weiß man das? Ja, weiß man schon ungefähr. Das Tor ist um 1800 ungefähr abgetragen worden. Mhm. Also während der Napoleonischen Kriege, ja, wie der Napoleon die Herrschaft übernommen hat und wie unter anderem auch Passau säkularisiert. Die ehemalige Schlossanlage ist heute ein besonderer Platz der Erholung und Erbauung. Hier stehen noch das frühere Bezirksgericht und der historische Getreidespeicher. Reste der Burgmauern erheben sich immer noch mächtig über den Steilufern des Inns.
Die macht sich so viel Arbeit und so weiter. Also ich vermenschliche das halt sehr. Ja. Dass dieser Instinkt zu brüten und Junge aufzuziehen, dass der nicht verloren geht. Die majestätischen Greifvögel aus der Nähe zu betrachten, fasziniert und ist ein grandioses Erlebnis. Der Falkner Christian Großkopf ermöglicht dies den jährlich zahlreichen Besuchern in seiner behutsamen Art und einem vertrauensvollen Miteinander mit seinen Vögeln. Nach alter Tradition zeigt er in den Sommermonaten diese königlichen Jagdvorführungen, die sogenannte Beizjagd. Die UNESCO hat die Falknerei zum immateriellen Weltkulturerbe ernannt. Woll, das auch, du natürlich auch.